Dan, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von die Civilization Fünfe. Unsere wundervolle Spielemitte, die Reiche von die Moskau. Die Reiche von die Russland. Russland, wir spielen Russland, nicht in Moskau, wir spielen Russland. Genau, und ich spreche vollkommen komisch gerade. Also wir spielen die Russland, das wunderschöne reiche Russland. Und ich weiß gerade, dass das, was ich sage, keine russische Akzente sein soll. Das soll auch keine russische Akzente sein. Ist ja vielleicht mal ganz interessant für euch zu wissen, dass ich das nicht so meine in die russische Akzente, sondern dass ich nur mit normalen Akzente spreche. Also mehr mit normalen, mit der italienischen Akzente spreche. Einfach falsche italienische Akzente, aber immer rede italienische Akzente. Okay? Okay. Jo, ja, wir sind beim letzten Mal ja stehen geblieben hinter der, nach der Eroberung, nach der Vernichtung der Holländer und sind jetzt gerade dabei, uns daran zu machen, das mongolische Imperium zu vernichten. Das dürfte relativ einfach werden, denn es sind die Mongolen und die können nichts. Immer wieder. Ihr werdet aufgewertet zu einer, also unsere Galeasse, die wir gerade eben erobert haben von den Holländern, Niederländern, wie auch immer. Holländern heißt die, glaube ich, im Spiel, werden erledigt von, die Galeasse haben wir von den Niederländern erobert. Die haben jetzt aufgewertet. Das letzte niederländische Überbleibsel in dieser Welt, denn der Rest ist mittlerweile von Zivilisation durchdrungen. Das muss man natürlich wirklich mal sagen. Jo, dieses Schiff ist gerade neu gebaut worden und kann direkt mal aufgewertet werden. Finde ich immer wieder toll, dass wir da gute Schiffe haben. Segelt mal hier rüber. Ansonsten können wir in Wien noch ein Opernhaus bauen. Das passt doch perfekt zu Wien. Deswegen machen wir das da. Ach, scheiße. Moskau hat die Ostindien-Kompanie abgebrochen, weil wir eine neue Stadt erobert haben und die keinen Markt hatte. Blöd. Was baut denn mir jetzt St. Petersburg? Ich glaube, St. Petersburg baut mal unser erstes Reichspanzerschiff. Das klingt recht gut. Unser großer Prophet geht mal nach Wien, um den einzig wahren Glauben dort zu verbreiten. Unser Missionar geht mal nach Sydney, um den einzig wahren Glauben dort zu verbreiten. Und unser anderer Missionar geht mal nach Valletta, um den einzig wahren Glauben dort zu verbreiten. Und damit verbreiten wir unseren einzig wahren Glauben überall in der Welt. Yay! Party hard. Gott, was ist nun los? Jo, du hier rüber. Schiffe. Im Hafen. Geht ja mal gar nicht. Du, Gott, ja, hier rüber. Okay, okay. Und du immer noch darüber. Dankeschön. So, ansonsten kann ich euch hier ganz gut mal positionieren langsam. Wir müssen uns mal ein bisschen angucken, was die hier schon haben. An Leuten und so. Und müssen aufpassen, dass unsere Handelsrouten da nicht überfallen werden. Das heißt, wir müssen unsere Schiffe so positionieren, dass wir ihre Schiffe, die hier rumdümpeln, möglichst schnell vernichten können. Hoffentlich schaffen wir das. Sie haben einiges an Trieren. Einiges an Trieren, diese Mongolen. Die werden nicht unbedingt so einfach. Vielleicht sollten wir vorher sogar erstmal Persien vernichten. Das wäre sogar eine Überlegung wert. Einfach weil es Persien ist. Und wesentlich einfacher zu besiegen. Ja, ich glaube, wir vernichten erst einmal Persien. Okay, also alle Schiffe schwenken bitte mal um. Segeln jetzt nach Norden, um Persien zu vernichten. Denn Persien kann nichts. Persien ist ja wesentlich einfachere Gegner und damit bieten sie gar keine Herausforderung. Ich glaube, wir müssen nicht mal unsere Kanone so in Stellung bringen. Das schaffen unsere Schiffe schon ganz von alleine. Das bedeutet, dass die Kanonen sich trotzdem weiter nach Süden begeben. Ansonsten stimmen wir hier mit voller Kraft gegen das Verbieten des Luxusgutes Perlen. Gegen das Verbot des Luxusgutes Perlen und bauen hier unser Amphitheater in Rabat. Und lassen sich hier Zeug machen. Was wir vielleicht machen wollen, ist mit den Musketieren hier drüben zu landen. Und du wartest eine Runde. Du gehst hier hin. Okay, dann haben wir es, glaube ich. Und ihr baut hier auf jeden Fall eine Mine. Und ihr geht in Verteidigungsstellung. Und du, mein Freund, gehst mal Richtung Persepolis. Gleiches gilt für dich und vor allem auch für dich. Schon mal hinstellen, um dann demnächst angreifen zu können. Perfekt. Unser Missionar braucht Befehle. Warum brauchst du Befehle, unser Missionar? Segel einfach nach Sydney.
So schwer kann das doch nicht sein. Vatikanstaat wünscht sich das Wunder Brandenburger Tor. Ha, welch ein Tor wünscht sich ein Tor? Ha. Weiß nicht, ob wir das brauchen. Luxusgut verbieten ist gescheitert. Weltausstellung ist leider auch gescheitert, weil... Oh, ich hab's außerdem weggeklickt. Egal. Wir können was vorschlagen. Wir sind immer noch die Geisten. Deswegen würde ich mal sagen, dass wir die Weltreligion Strubismus einführen. Nein, wartet mal. Ja, doch. Strubismus wird als Weltreligion übergeben. Wer soll sich da schon bitte schon gegen wehren können? Unser Missionar befreit dann in der nächsten Runde Karahokia und Monaco und Hormus und sowas von dem Joch der niederen, unwürdigen Religion. Unser Muschketier bewegt sich weiter. Der Vatikanstaat liebt uns noch immer abgöttisch. Perfekt. Und Persien existiert auch nicht mehr lange. Und die Kampagne an sich dauert auch nicht mehr lange. Das dürfte, glaube ich, eines der kürzesten Projekte sein, die ich jemals gemacht habe. Aber das war ja auch gar nicht als langes Projekt ausgelegt. Das war nur als kurzes Projekt ausgelegt, meiner Ansicht nach. Um mal so zu gucken, wie denn die Reaktion auf solch ein Projekt eurerseits wäre. Und ich werde ja zu diesem Zeitpunkt dann schon wissen, ne? Gehe ich mal stark von aus. Ja, nächste Runde. So. Wo haben wir denn beim Bahnlager entdeckt? Ach du Scheiße, direkt über Marrakesch, euer Ernst? Mach mal, platt. Ja. Oh, euer Vorschlag vor dem 5. Kongress von Moskau hat mich sehr beunruhigt. Es muss doch eine bessere Möglichkeit geben, unsere Differenzen beizulegen als belanglose Politik. Ach Mensch, du, das tut mir echt leid. Ich sorgt euch zurecht, es ist Zeit für euch zu sterben. Wir kommen in Frieden, unsere Einheit durch lediglich die Region. Keine Sorge. Du Mensch, wir können dich doch nicht angreifen. Ach bitte. Wir, dich, also, meine... Welche unserer bisherigen Aktionen hat dir denn bitte schön irgendwie den Eindruck vermittelt, wir könnten dir den Krieg erklären wollen? Ja, natürlich ist unser Missionar gefangen genommen worden. Das war aber eigentlich klar. So können wir hier nicht direkt hinmarschieren, das verstehe ich gerade nicht. Egal, wir marschieren mal in die Richtung. Okay, unser Missionar wurde gefangen genommen. Ja, das war ja klar. Wien kann weiter Zeug machen. Wien kriegt jetzt die Werkstatt von uns. So. Wir verlieren die Kontrolle über Mogadischu, wurde uns gerade gesagt. Wo ist denn Mogadischu? Mogadischu, 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 Mogadischu. Disch, 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 disch. Da. Ah, wir sind befreundet. Okay. Wie viel Geld haben wir? Fress mal 1000 Gold von mir. Moskau, mein kleiner Freund, du kriegst den Nationalepos. Hier verbreiten wir wie angekündigt unsere großartige Religion. Sehr gut. Und marschieren weiter nach Monaco. Hier würde ich mal sagen... Okay, legen wir los. Tachtai Barhamar. Ihr habt euer Wort gebrochen. Täuscht euch nicht, die Welt von eurem Verrat erfahren. Ja, weißt du was? Es ist mir scheißegal. Weißt du, wer der Rest der Welt ist? Genghis Khan. Meine Fresse, der kann uns nichts. Seh's doch einfach mal ein. Oh Mann. Apropos, mir fällt gerade was ein. Mir fällt da gerade was ein. Genghis Khan hat irgendwas mit Bedenken geäußert. Wegen unserer Religion, ne? Ich würde mal sagen, wir räumen die Bedenken mal aus. Ich glaube, das dürfte relativ neutral wirken und nicht irgendwie vorausahnen lassen, was dann möglicherweise noch passieren könnte. Selbst wenn Perlen verboten werden, das ist es mir relativ gut wert. Valletta, du bist uns gegenüber
nur freundlich gesonnen. Das schaffen wir noch. Das ändern wir. Was hat Monaco? Monaco möchte konvertiert werden. Das ist sehr schön, denn wir wollen Monaco sowieso konvertieren. Es passen einfach diese Zufälle, ne? Schön. Okay, nächste Runde bitte mal. Und ihr bleibt hier stehen, während ihr auch hier stehen bleibt. Denn ansonsten könnte Genghis Khan denken, dass wir ihm den Krieg erklären wollen. Das wollen wir natürlich nicht. Handeln wir mal mit Valletta. Mit Hormus. Hormus meine ich natürlich. Hormus, Hormus. Denn die haben noch nicht unsere Überreligion und deswegen sollten sie die schleunigst bekommen. Insgesamt würde ich mal sagen, dass wir religionstechnisch gerade ganz gut dastehen, was die Zahl der Städte und so angeht, ne? Der Protestantismus ist noch ein bisschen zu weit verbreitet. Den müssen wir eindämmen ein wenig. Ich glaube, wir kaufen uns unser Ausschlag bei der Weltkongress scheitert aufgrund eurer Abgeordneten. Erwartet nicht, dass unsere Delegation in Zukunft eure Interessen vertreten wird. Okay, hau rein. Oh Mann, das ist so eine erbärmliche Vorstellung. Sag mal, haben wir jetzt eigentlich mittlerweile endlich mal das Teil hier gebaut? Ja, da ist die aus Innenkompanie gebaut worden. Okay. Denn ich sehe gerade, dass hier oben in Rotterdam erst der Markt gebaut wird. Aus irgendeinem Grund konnten wir trotzdem schon... Ist es eine Tatsache oder habe ich davon geträumt, dass durch die Elektrizität die materielle Welt ein großer Nerv geworden ist, der tausend Meilen weit in einem atemlosen Zeitpunkte vibriert? Ach du Scheiße, voll crank gesagt, ey. Ja, aus irgendeinem Grund konnten wir trotzdem das Ding bauen, obwohl wir eigentlich nicht die Voraussetzungen erfüllt haben. Keine Ahnung. Frag mich nicht, woran das liegen mag. Und wir bauen eine Mine auf dem einzigen Aluminium, das es auf dieser Welt gibt. Naja, es gibt auch ein bisschen mehr Aluminium. Aber wir haben jetzt durch die Elektrizität das Aluminium freigeschaltet. Das Aluminium ist nicht unbedingt das Wichtigste. Gut, allerdings wird Aluminium eingesetzt für, doch für später. Später wird es relativ wichtig. Das können wir uns gleich mal angucken, weil wir wahrscheinlich diese Zeit nicht mehr erreichen werden. Aluminium ist relativ wichtig, um eingesetzt zu werden für, Öl. Hier, genau. Kampfhubschrauber brauchen Aluminium. Raketenartillerie benötigt Aluminium. Genau, ich erinnere mich da noch richtig. Also spätere Technologien benötigen Aluminium. Auch die Kampfpanzer zum Beispiel benötigen Aluminium. Düsenjäger, Tarnkappenbomber. RS-Stasekammer benötigt Aluminium. Oh, das ist natürlich böse. Das heißt, man kann den Wissenschaftssieg gar nicht machen, wenn man kein Aluminium hat. Fällt mir gerade erst auf. Ah, interessant. Habe ich zum Beispiel nie bedacht, weil ich immer Aluminium habe. Okay. Aber Aluminium ist relativ einfach zu erreichen, denn wir haben gleichzeitig mit dem Aluminium, glaube ich, auch die Wasserkraftwerke erforscht. Können wir gleich mal gucken. Genau, und die bringen uns... Ach nee, das war nicht die Wasserkraftwerke, das erforschen wir später erst. Das, wo ist das denn? Kommt es so spät erst? Hier. Genau, die Recyclinganlage bringt uns zwei Aluminium, das heißt, unser Reich kann theoretisch ohne Aluminiumvorkommen zu besitzen trotzdem 10 Aluminium haben. Ist ganz praktisch, muss man sagen. Und ja, wir schalten jetzt am besten mal den letzten Punkt des Rationalismus frei. Tätäräte. Dadurch kriegen wir eine freie Technologie. Wir bekommen einen... 10% Wissenschaftsbonus, soweit wir glücklich sind. Wir können jetzt große Wissenschaftler kaufen und bekommen, wie gesagt, nochmal eine kostenlose Technologie. Und ich würde sagen, für diese kostenlose Technologie gehen wir einfach mal rotzfrech, schnurstracks, entweder auf die Eisenbahn, damit wir nämlich dadurch den Kreml freischalten. 50% Produktion bei dem Bau von gepanzerten Einheiten und eifreie Sozialpolitik benötigt die Ordnung. Und Neuschwanstein können wir theoretisch auch bauen. Plus 3 Gold, 2 Kultur und 1 Zufriedenheit durch jede Burg. Das heißt, wir können dann ganz viele Burgen bauen in unseren Städten. Und ich würde mal sagen, ist gerade ein bisschen schwierig. Funkwesen bringt uns halt Kultur ein. Nicht wenig Kultur. Hier, plus 33% Kultur in dieser Stadt. Deswegen bin ich gerade am Überlegen.
Oh, hier, der CN Tower ist übrigens auch krass. Bringt einen kostenlosen Funkturm in allen Städten, aber leider hat man zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon in allen Städten Funktürme gebaut. Was schalten wir denn jetzt nochmal frei? Also wir forschen sowieso über das Funkwesen, aber auch sowieso über die Eisenbahn. Eisenbahn schalten wir aber später frei, also gehen wir erstmal auf die Eisenbahn. Die Kombination des kraftvollen Dampfes mit einem Wagen wird die Situation des Menschen erheblich verändern. Ja, das sag ich dir. Das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist die Furcht selbst. Oh, wir sind in der Moderne, meine Friends. Guckt euch das an, unsere Städte haben sich kein Stück verändert. Allerdings haben wir einen weiteren Spion zur Verfügung. Den Spion bewegen wir jetzt einfach mal, weil wir es können, nach Monaco. Wir können in Moskau, wir können in Susa noch ein bisschen was bauen, ist in Ordnung. Wir können natürlich auch in Moskau ein bisschen was bauen. Und in Moskau bauen wir den besagten Kreml. Und kaufen uns in Moskau von unserem vielen Glauben direkt mal großen Ingenieur. Und in Marrakesch gehen wir dann mal auf den Schrein für mehr Glauben. Denn wir haben noch nicht genug Glauben, noch nicht mal ansatzweise genug Glauben. Darum brauchen wir noch viel, viel mehr davon. So, du landest jetzt mal hier. Dankeschön. Ihr segelt jetzt weiter nach Süden, denn wir müssen ein paar Serra-Garde vernichten. Ihr habt gerade was Schönes ausgebaut, finde ich toll. Dann geht mal... geht mal nach Rotterdam. Oh mein Gott, da oben ist ein kriegerischer Perser. Ein persischer Krieger. Yo. Okay, dann richten wir einen Handelsweg nicht von St. Petersburg aus ein. Sagt mir bescheuert, ab nach Moskau mit dir, mein Freund. Jo, und du setzt auch eine Runde aus. Leertaste übrigens, falls ihr euch das fragt, welche Taste das in diesem Falle ist. So, nächste Runde bitte. Next round, you spin me right round, baby, wake up, baby, right round. Falls ihr euch das gefragt haben solltet. Einheit benötigt Befehle. Oh, da habe ich gerade was übersehen. Dann mal ab mit dir nach Norden in Direction Monaco. Und ab mit dir. Ach du Scheiße. Ab mit dir nach Westen. Wir schießen mal ein bisschen von See aus. Das Barbarenlager. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir hier Probleme bekommen sollten. Dareios hat Frieden mit Monaco geschlossen. Hehehe, nicht mehr lange. Nicht mehr lange, dann hast du wieder Krieg mit Monaco. Glaub mir, ich schaff das schon. Ich schaff alles, wenn ich so möchte. Genau wie die toll interessierten Affen, wir müssen nur wollen. Kusir sucht einen großen Schriftsteller. Ist mir vollkommen wurscht. Wir kriegen jetzt übrigens nochmal einen Stadtstaatenabgeordneten durch unser wundervolles neues Zeitalter. Das bedeutet, wir stehen jetzt 11 zu 6. Und ratet mal, wer wieder einmal Weltkongressführer wird. Okay, ab mit dir. Küstenräuberausbildung, bitteschön fürs Panzerschiff. Und dann mal ab nach hier hinten. Kann man genug Glauben gesammelt, um was zu kaufen, aber wir wollen davon einen großen Wissenschaftler kaufen. Deswegen warten wir noch, bauen in Wien den Tempel für mehr Glauben. Und bauen hier die Börse wäre ganz cool. Für noch mehr Kohle. Oder Produktion in jedem Geländefeld an einem Fluss. Was hier auch ein bisschen was bringen würde, immerhin. Dann hauen wir trotzdem mal dann, dann hauen wir das Wasserkraftwerk mal rein. Deswegen gründe ich übrigens Städte auch ganz gerne an Flüssen. Einfach allein deswegen. Jo, Tempel in Marrakesch. Henry Van, echt? Sorry, das überrascht mich gerade. Mit dem Typen habe ich seit... Den habe ich in meiner Freundesliste. Der lebt noch. Ah! Gott, wie mich das gerade irritiert. Dem habe ich ja seit Jahren nichts mehr gehört. Okay, egal. Live-Wiedervereinigung. Ihr habt es auf YouTube mitgekriegt. Wundervoll. So, damit haben wir hier den persischen Siedler gefangen genommen, der sich leider in einen Bautrupp umwandelt. Aber egal. Jo. Schön alles hier. Nächste Runde. Und ihr, bitte mal, mit irgendjemandem handeln, der voll cool ist. Drew Salem, bitte. Genau. Klingt doch super. Und du. Bam. Vollende mir den Kreml.
Und du? Bam, verbreite mir meine Religion. Ah, es läuft gerade so schön. Okay, du musst nochmal Religion verbreiten dann nächste Runde. Dann haben wir vielleicht auch Sydney demnächst mal eingenommen. Du machst mir mal ein paar Schwertkämpfer platt. Möchte ihre Übertragung ansehen. Das geht leider schlecht mit meinem Internet. Ja. Egal, die Runde dürfte dann, glaube ich, gleich vorbei sein. Also dieser Part meine ich natürlich damit, denn mein Timer hat gerade gebibbelt, falls ihr es mitbekommen habt. Deswegen würde ich sagen, wir warten, bis der Rundenübergang abgeschlossen ist. Och komm, ich habe gerade einen großen Ingenieur verbraucht, dann suchst du den großen Ingenieur. Du machst mich echt fertig, ne? Das Gesetz ist eine Festung auf einem Hügel. Den Armee nicht stürmen und Flotte nicht den fortschwemmen können. Ich kann das nicht, aber egal. Kreml und der Prophet Mohammed sagt was, ne? Das ist ein bisschen... Okay. Eine freie Sozialpolitik haben wir freigeschaltet. Die wählen wir beim nächsten Mal aus, genau wie in anderen Scheiß. Ich hoffe, dieser Part hat euch damit so weit gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn ich Henry und Elch dann erstmal abgewimmelt habe. Und vor allem, wenn wir unser großes Grande Imperium dann immer weiter ausbreiten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.